Bandai Namco, Arc System Works, Unreal Engine 4. Wie ihr seht, Dragon Ball Fighters. Ja, so spielen wir es offiziell aus. Ich hab einen Beta-Key, meine Freunde. Oh, ich bin so glücklich. Das erste Mal, dass es sowas geklappt hat bei mir. Ich meine, ich habe mich bei diversen anderen Sachen auch schon angemeldet wegen Beta-Keys und so weiter. Da habe ich nie was gekriegt. Dafür habe ich irgendwelche Beta-Keys von irgendwelchen Shootern gekriegt, die mich am Arsch interessieren, aber... Da habe ich jetzt so richtig auf. Also, bereitet euch schon mal darauf vor, mich die ganze Zeit zu verlieren zu sehen. Weil, ich habe erstens keine Ahnung, wie, was, wo, welcher Knopf und so weiter macht. Und... Oh, die Mucke. Oh, das könnte die ganze Zeit laufen lassen, ey. Und ich bin nicht gerade der Allerbeste bei Assist-basierten Spielen. So à la Marvel vs. Capcom. Ich habe es hin und wieder mal probiert, aber... naja. Dann will ich mal eure Zeit nicht länger verschwenden, sondern rein ins Geschehen. Okay, Netzwerk. Oh, die Mucke. Die Mucke. Okay. Region... Ich hoffe mal, es sind genug in Europa da. Welche Sprache? Deutsch. Benutzer. Oh mein Gott. Als wenn sich irgendwer es durchlesen würde. Leute. Zustimmen. Kämpfernamen. Spiel in Identifikationszwecken einen Kämpfernamen. Kämpfernamen können... Aus Buchstaben, Ziffern, Namen. Schon wieder nicht ändern. Verkaufsversion kannst du deinen Namen jederzeit im Pausenmenü ändern. Ah, okay. Gibi Fighter. Nö. Na. Falscher Knopf, sorry. So, damit auch jeder weiß, wer ich bin. Das ist hier aus NASA 086. Yep. Spieldaten. Komm, gib mir Spielerdaten. Region auswählen. Yulo. Okay, die Lobby ist voll. Nehmen wir mal eine Lobby, die nicht so voll ist. Deutschland 3. Ah, es sind doch viele Leute hier aus Deutschland da. Willkommen in der Welt von Dragon Ball Fighters. So, wir sind gerade in einem Lobby im Zentrum der Dragon Ball Fighters. Von hier aus kannst du die unterschiedlichen Spielmodi zugreifen. In der geschlossenen Beta kannst du von hier auf diverse Online-Modi zugreifen. Arena-Kampf. Die Arena-Kämpfen teilnehmen, denen du in der Arena mitte des Kampfes aufsuchst. Du kannst andere Spieler aus derselben Lobby bekämpfen oder bei Kämpfen zusehen. Bevor du die Arena betrittst, solltest du dir ein Team aus mehreren Charakteren zusammenstellen. Wiederholungsmodus. Hier kannst du besondere... Kampfaufnahmen aus der geschlossenen Beta ansehen. Besuche dafür die Wiederholungstheke der anderen Seite der Karte. Wiederholungen und Z-Marken verpasst. Okay. Das sind die alle Modi, die in geschlossenen Beta zur Verfügung stehen. In der Vollversion sind noch mehr Modi verfügbar. Also sei gespannt auf Dragon Ball Fighters. Oh, richtig. Fast vergessen. Du steckst momentan in Son Gokus Körper, aber du kannst über die Pausenmenü jederzeit einen anderen Charakter wechseln, solange du dich in der Lobby befindest. In der Vollversion sind noch viel mehr Charaktere verfügbar. Ich sehe dich hoffentlich dort. Ja, also... Auch wenn ich total am Verkacken bin, ich werde mir das Spiel sowas von holen, ey. Oh, hi. Torempfang. Lobby verlassen? Nein. Meine Güte. Riku, Tom, HKD. Neuigkeiten. Arena-Kampf empfangen. Lauf mir mal ein bisschen rum. Okay, also hier würden wir jetzt also wahrscheinlich zu den ganzen verschiedenen Spielmodis gehen. Ah, oh, das Kapselkorb-Raumschiff. Sweet. Das Haus von Muten Roshi. Ah, das Kami-Haus. Ah, super. Okay, hier sind wahrscheinlich die Replays. Wiederholungsempfang, genau. Hier ist die Arena. Ist wahrscheinlich hier die Bestenliste. Wahrscheinlich Turniere werden hier ausgeführt. Was auch immer das ist. Das ist ein Schneeareal.
Und da können wir leider... da ist ein Gebäude. Man sieht da hinten die Ecke. Okay. So, Spielerliste anpassen. Gucken wir mal anpassen. Charakter festlegen. Wen haben wir? Oh, so verschiedene Farben, okay. Blau, grün. Okay. Dann haben wir noch Vegeta. In blau, in schwarz, in rot und in grün. Okay. Piccolo, ja, klassisch. Achso, vom Violett auf Blau, auf Rot und auf Grün. Okay, also die Farben sind mehr oder weniger festgelegt. Son Gohan in Rot, in Weiß und in Grün. Weiß sieht cool aus. Freezer, einen roten Schädel, mit einer dunklen Haut und ganz, ganz dunkel. Okay. Trunks, rote Jacke, gelbe Jacke und ist das ein Grün? Ich glaube, das ist ein Grün. Mit diesem komischen Filter kann man es so schlechter sehen manchmal. Dann haben wir jetzt C18. Ganz in schwarz, in rot. Und schwarz mit orange, okay. Krillin. Oh, aber die haben sogar seinen originalen Namen sogar noch da. Kuririn. Okay. Also in orange, rot, violett. Und ein etwas anderes weiß, okay. Cell. Okay, das war klar. Also in hellblau reinhauen. In gelb und einmal orange. Grau. Grau sieht ganz cool aus. Buu! Mein dicker Freund. Orange, rot, weiß und gelb mit grün, okay? Dunkel mit violett, weiß mit was da Geier und schwarz mit orange, würde ich sagen. Ah, ich glaube, ich bleib bei Son Goku. Team bearbeiten. Oh, jetzt kommt das Richtige. Musiklevel automatisch, Ich glaube, ich bleib sogar beim ersten Team, weil, ja, bleiben wir mal Standard. Schließen, Spielliste anpassen. Okay. Z-Marke. Okay. Oh, da ist Son Goku. Freezer. Du siehst, naja. Dann, oh, die sagen sogar was hier. Nett, vielen Dank. Bis dann. Willst mit mir kämpfen? Süße Träume. Das gibt's nicht. Okay. Hast du laufenden Arena-Kampf? Möchtest du kämpfen? Oh. Ich freue mich auf das hier. Auch interessant, aber okay. Verdammt, das hat so von Anfang an geplant. voll das Zellgesicht. Super. Niemals! Dafür wirst du büßen. Viel Glück. Die Szene war süß. Ich möchte mich entschuldigen. Was macht Trunks da? Ach, das ist Future Trunks aus der Super-Serie. Deswegen die blauen Haare. Ekelhaft. Keine Angst. Ja. Nein, Trunks hat für mich violette Haare. Blauhaariger Trunks ist bäh. Okay. Ich werde langsam nervös hier. Also. Was mache ich jetzt hier? Nehmen wir mal den Freezer da. Kann ich mit dem irgendwas machen? Okay, das ist der Chatlog. Warte mal. Muss ich was Neuigkeiten? Muss ich mit denen da quatschen? Ah, okay, gut. Zuschauer beitreten? Nein. Team bearbeiten, aussehen, Beschreibung anzeigen. Dann kannst du betreten. Okay. Okay, jetzt warten wir also, bis irgendwas passiert. Also ich bin definitiv gespannt auf das Spiel, weil ich bin Dragon Ball Fan, schon von ganz damals, bevor es überhaupt Dragon Ball Z-Bound war. Dragon's Highwing. Okay, gut. Sind ja alle aus Deutschland, denke ich mal. Deswegen wird die Connection hoffentlich gut sein. Okay, ich bin rechts. Okay. Oh, er hat C16, da muss ich aufpassen. Er hat den Instant Kill Move. Ah, sieht so gut aus! Hajime Yoka. Ah, ich liebe es.
Lass mich in Ruhe, ich muss erstmal die Buttons rausfinden. Alter Leute! Seid! Ah, Mann! So komme ich ja nie zu irgendwas. Okay. Das war schon mal Viertelkreis nach vorne. Okay, gut. Wenigstens hat er mich ein bisschen mal probieren lassen. Okay. Okay, Piccolo. Boink. Okay, Key-Angriffe sind definitiv... Okay, das ist der. Okay, ich probiere jetzt einfach mal nur so ein paar Buttons. Ah, er ging da durch? Er ging durch mein Projektil durch? Aua. Autsch! Ich probiere einfach nur ein paar Buttons. Aber hat das nicht... Stimmt, hat das nicht ein Autokombo? Ich muss mal dran... Ah, Mist, ich hab's verkackt. Okay, war zu erwarten. Aber er hat nach einer Weile gemerkt, dass ich ein Noob bin. Super Vegeta. Ah, sieht so gut aus. Weiter, danke. Wie ich da am Zittern bin. Ich will kämpfen. Ich hoffe, dass die... Nach einer Weile würde ich bemerken, dass ich so... Ich bin neu hier, lass mich in Ruhe. Ah, okay. Oh, wieder Dragon Highwing. Okay, war wahrscheinlich der Einzige, der gerade frei ist. Aber die Connection war gut. Das muss ich offen zugeben, die Connection war super. Kaum ein Button Delay. Okay, diesmal bin ich links. Ich wünsche, man könnte irgendwie so ein Zeichen über seinen Kopf oder so was haben, dass man das so hier ein Ich Noob oder so ein Scheiß. Oh, die Mucke. Präsentation, Mucke, das ist eine der wichtigen Sachen. Ijin, Son Goku da. Ah, Mist! Kamehameha! Ah, wow! Eieieiei! Au! Ich wollte gerade was machen! Ah, okay, gut. Das ist Viertelkreis hinten Kreis. Ich kann noch nicht meinen Charakter ordentlich ausprobieren. Ich kann Sachen machen! Au! Ich hatte ein Special!
Du bist zu weit weg für sowas. Da musst du genau vor mir stehen, mein Kumpel. Ah, okay, so kann ich Feuerbälle. Ich hab was gemacht! Wie geil! Okay, also es funktioniert überwiegend alles mit Viertelkreisen. Okay. Das, ups, wollte ich eigentlich nicht, aber gekauft. Okay, jetzt kommt der gar nicht ins System passt. Ah! Oh, das war cool. Ich hab noch gar keine Ahnung, wie ich mich dort teleportiere, also. Ich habe so viel Meter und ich habe keine Ahnung, wie ich ihn nutzen soll. Ah, stimmt ja! Warte mal. Ah, ich hätte fast eine Todesspirale benutzt. Ah! Stimmt ja, die kannst du halten und dann kannst du dich über den Boden teleportieren. Ah! Wenn du es gedrückt hältst. Oh, fuck. Oh, das ist cool. Hab ich ganz vergessen. Oh. Okay, also Todesspirale ist Viertelkreis nach vorne. Dreieck, Viereck. Und dann gedrückt halten zum Bewegen. Das ist... Okay. Das ist gut. Das gefällt mir. Okay. Also, er gewinnt zwar die ganze Zeit, aber Jeek. Oh, ja, ich wollte gerade sagen, er weiß wenigstens jetzt, dass ich ein Anfänger bin und langsam lerne. Jetzt denkt, jetzt kommt der Erste wieder und wird mich erstmal gleich zerstören. Okay, ich bin wieder rechts. Und er mit dem vollen Saiyajin-Team. Ich glaube, ich müsste rausgehen und werde mal Piccolo irgendwie mal austauschen. Vielleicht mit Trunks? Wer weiß. Geht um rechts. Au. Das kann ich auch. Au. Ich hoffe, er hat bemerkt, dass ich ein Noob bin. Ich weiß noch nicht mal, wie man das macht. Ah! Ich weiß nicht mehr, wie man Assists überhaupt ruft. Hier wäre irgendwie mal so ein bisschen eine Erklärung gut, welche Buttons ich drücken muss. Ach Mist, falscher Knopf. Ah! Er hat mir so ein super Kamehamehas immer. Ja, darauf hat er spekuliert. Hat er richtig bemerkt. Obwohl, er wäre wahrscheinlich auch durch ein neues Projektil durch gewesen. Ich muss mal aus der Lobby raus. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas finde. Welche Knöpfe was machen und so weiter, also... Es muss doch irgendeine Erklärung geben. Ich meine, es ist verständlich, dass es erst eine Beta ist. Okay, Option anpassen.
Tastenbelegung. Bingo. Okay, leichte, mittlere, schwere und Spezialangriffe. Z1, Z-Hilfe 1, Z-Hilfe 2. Okay, sind beide auf der linken Seite. Drachensprint. Ah, das ist Supersprint. Kieladung. Kieladung weiß ich jetzt nicht. Funken X. Ah, okay, das ist sowas wie der X-Factor bei Marvel vs. Capcom 3. Das weiß ich. Okay. Also bisher habe ich auch keine Ahnung, wie man die aktiviert. Kieladung. Bisher hat das sowieso keiner gemacht in der Beta. Okay, aber gut zu wissen. Okay, also links sind beide Assists. Drachensprint. Supersprint. Drachensprint, Supersprint. Was davon ist jetzt was? Hm. Müssen wir mal ausprobieren, wenn ich mal die Chance habe zu reagieren. Kieladung. Können die auf den... Okay. Kieladung habe ich jetzt da. Teleportation, Funken, Explosion. Was haben wir sonst noch hier? Stimmen. Okay, alles klar. Bildschirmeinstellungen, Lobby-Einstellungen. Na, der Rest ist alles okay. Oh nö! Oh, wieso haben sie es jetzt wieder gelöst, ey? Okay, dann waren es nur 3 Matches. Oh, gerade wo ich die Buttons rausgefunden habe. Na gut, okay, dann wird's halt. Meh. Schade. Ich hatte sowieso eigentlich eine andere Zeit dafür gedacht. Weil hieß es nicht irgendwie ab bis... Obwohl bis 2 Uhr, es ist 20 nach 1. Okay, gut, okay. Macht Sinn. Ich muss nochmal die genauen Zeiten nochmal nachgucken, wann ich nochmal aufnehmen muss. Weil es macht Spaß. Auch wenn man die ganze Zeit verliert, aber es ist neu, es macht Spaß. Aber leider konnte ich bisher ja nur die 3 ausprobieren. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Die Betas, das was ich bisher machen konnte, war super. Und schreibt mir in die Kommentare, wie gehypt ihr seid, ob ihr absolut gar kein Dragon Ball Fan seid oder sogar nur so diese Arena-Fighter Dragon Ball Fans seid, weil ich hatte letztens erst eine Diskussion mit einem, der konnte absolut gar nichts mit klassischen Kampfspielen anfangen, wegen den fingerzerstörenden Kombinationen für wenig Schaden und so weiter, und mag lieber diese Simple Buttons-Dinge à la Xenoverse, wo ich wieder denke so, wo ist denn der Spaß? Ich meine, es sieht gut aus, aber wo ist da dann der Spaß? Da kann man doch gleich One Finger Death Punch spielen auf dem Handy oder sonst oder auf dem PC. Da denkt man, oh, da ist man Gott und man drückt nur 1-2 Knöpfe die ganze Zeit, nur links und rechts. Also, naja. Das ist nur meine Meinung, aber na gut. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal nochmal bei Dragon Ball FighterZ. Und ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Bye bye!